Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Heute dreht sich alles um das Thema Smartphone-Displays. Dazu spreche ich mit Rainer Petzel von der Current Laser Systems in Göttingen. Ein Display-Hersteller, der Ihre Technologien nutzt. Wie viel Displayfläche kann der herstellen, sagen wir mal, in einem Monat? Ja, die Zahlen, die spontan beeindruckend sind, ist beispielsweise 2 Millionen Smartphone-Bildschirme je Tag. Wenn man jetzt eine unserer Maschinen anschaut und bezieht sich auf diese Glassubstrate, dann reden wir von etwa 10.000 Glassubstraten im Monat, aus denen dann jeweils zwischen 100 und 200 Bildschirme letztlich rausgeschnitten werden. Somit über die Vielzahl der Systeme, die in Betrieb sind, kommt es Richtung der Zahl 700, 800 Millionen Smartphone-Displays pro Jahr, alle hergestellt heute mit dieser Technologie. Die Idee, aus amorphen Silizium Kristallines zu machen, ist zugegebenermaßen nicht so neu und auch von uns schon seit 15 Jahren so verfolgt. Allerdings die Hürde, das auf einen industriell relevanten Maßstab zu bringen, das ist die Hürde, die diese Innovation nimmt, nämlich entscheidende Verbesserungen im Lasersystem. Und mit System meine ich hier den Laser, ein Excimerlaser, der im UV-Wellenlängenbereich emittiert, kombiniert mit einer Strahlführung, was am Ende eine sehr hohe Laserleistung zur Verfügung stellt, die geeignet geformt wird, um große Substrate bearbeiten zu können, in Taktzeiten, wie sie für die Industrie relevant sind. Liebe Hangout-Freunde, das war die Kurzfassung meines Gesprächs mit Rainer Petzel. Wir haben auch eine Langfassung für euch vorbereitet. Klickt einfach auf den Link.